nicht da. Du wohnst nicht da. Du schaffst auch nicht da. Aber du hast gleich eine Beziehung zum Kreis 5, zu Zürich West. Wie kommt das? Ich glaube, ich habe sicher schon mal eine Beziehung zu Zürich West, nur schon, weil ich in der Stadt selber aufgewachsen bin. Und also beim Rigiblick, das heisst, ich habe schon viel der 33er gebraucht und bin nur das, habe ich schon irgendwie einen gewissen Bezug zu diesem Quartier aufgebaut. Aber natürlich auch vom Beruf her, ich studiere Architektur, haben wir uns schon ein paar Mal im Studium mit der Städteplanung vom Kreis 5 und öffentlichen Räumen auseinandergesetzt, was mir auch jetzt nochmal einen neuen Blickwinkel auf das Quartier gegeben hat. Was heisst das konkret? Was haben Sie dort angeschaut? Also es ist eigentlich generell um öffentliche Räume gegangen, so aus dem architektursoziologischen Sinn. Und also hauptsächlich haben wir den Turbinenplatz auch angeschaut. Das Thema, ich meine, das ist der grösste öffentliche Raum in Zürich, den wir haben. Im Sommer, bei schönem Wetter, ist er voll, am Mittag. Dann ziehen jetzt alle, die hier wohnen, dorthin. Und sonst ist er leer. Nicht einmal mehr irgendwie am Abend oder so. Am Wochenende sind jetzt viele Jugendliche dorthin. Jetzt passiert eigentlich viel mehr gerade unter oder bei der Hartbrücke. Und den Turbinenplatz gerade vergessen. Also es sind so ein bisschen mit so Fragen und so Räumen, haben wir uns auseinandergesetzt. Das ist auch eine Lösung. Jetzt geht es zum Beispiel den Turbinenplatz, weil eigentlich ein lässiger Platz wäre, aber einfach verlassen, wie schon mal. Also wir haben immer wieder darüber diskutiert, was wir dort machen könnten. Und als erstes fällt immer, ja, man macht einen Kaffee an, irgendwie ein Pavillon oder so, aber das war ja genau nicht die Idee gewesen. Also wir haben ja wollen so einen grossen öffentlichen Platz oder Raum schaffen, der sich auch selber noch entwickeln kann. Und das ist einfach, ja, ich meine, dass wir auch Events oder so decken planen. Und sobald wir einen Pavillon anstellen, nimmt sich natürlich dem Ganzen das wieder. Und ob er wirklich attraktiver wird, nur wenn man dort wieder irgendwie eben ein Pavillon, ein Kaffee oder ein paar Bäume pflanzt, ist schwierig zu sagen. Ich meine, es gibt einfach Orte, wo die Leute mehr anziehen und andere, die irgendwie weniger, ja, irgendwie weniger attraktiv sind, um sich besammeln oder zusammenfinden. Hättest du vielleicht einmal Lust, oder wenn du jetzt das siehst, wie das Quartier im Aufbruch ist, Lust da mitzugestalten? Wenn so auch Architektur Sachen siehst und findest, ah, das hätte ich jetzt anders gemacht? Ja, absolut. Also ich finde, es ist als Quartier extrem attraktiv, wo man sich drin einbringen kann. Es ist mega urban, es ist städtisch, es ist zentral, es ist auch etwas Neues. Ich meine, man sieht es mit dem Crime Tower, das Hochhaus. Ich meine, als junge Architektin oder angehende Architektin ist man extrem verwirrt oder irgendwie reizt einen, um so einem Projekt irgendwie können teilzuhaben und sich darin verwirklichen. Ich bin fast noch etwas jung, also ich bin fast noch etwas zu wenig weit, als dass es irgendwie für mich noch oder in Frage kommt. Aber vielleicht habe ich mal die Chance, nach dem Studium oder noch im Studium mich irgendwie genauer mit dem Quartier auseinanderzusetzen oder bei einer Planung dabei zu sein. Was bedeutet für dich jetzt Quartier im Allgemeinen, Zürich West, so, wo du magst dich zurückdenken als Kind und jetzt? Was ist das für ein Gefühl, wenn du da kommst? Also es ist extrem viel passiert. Ich glaube, ich muss nicht einmal von Kind bis jetzt denken. Wenn ich mal an die Kindheit zurückgehe, dann ist es einfach die Strecke, wo ich in 33er gehockt bin und irgendwie an den Haarplatz gefahren bin, wenn ich einen Kollegen besucht habe. Also so nichts dazwischen, der grosse, laute Strasse. Und dann irgendwie nur schon vor 5 Jahren, was mit dem Ausgang losgegangen ist, also ja, vor 15 Jahren, ist irgendwie noch fast ein schmutziges Bild gewesen. Fies gesagt, wo jetzt ich persönlich zu dem Quartier, von diesem Quartier hatte. Und jetzt irgendwie, es ist extrem viel passiert. Ich glaube, gerade Prime Tower und Viaduktbögen haben extrem zu der Aufwertung des Quartiers auch beigetragen. Es ist irgendwie so, ja, so charmant auch wird. Es sind so Ecken auftaucht, wo irgendwie so eine gewisse Atmosphäre bietet, wo man gerne will hingehen, wo so ein bisschen den Hinterhof, irgendwie vom schmutzigen Hinterhof irgendwie zum schönen Gärtchen machen. Wie sieht Zürich West in 20 Jahren aus? Zürich West in 20 Jahren, ich glaube, extrem lebendig. Ich habe das Gefühl, ein zweites Zentrum der Stadt könnte das auf einer gewissen Ebene auch werden, gerade eben mit Wohnen und Arbeiten. Ich stelle mir auch vor, dass je länger, desto mehr extrem familienfreundlich sein wird. Gerade in den neuen Wohnbauten habe ich das Gefühl, das wird auch viele Familien anziehen. Ja, ich glaube, es ist wie so eine Innenstadt in der Innenstadt, extrem lebendig und belebt und viele Menschen auf der Straße, mehr als jetzt in den Fahrzeugen, wie es heute vielleicht noch ist. Okay, danke.